herzlich willkommen, euren Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Jesse wollte mir gerade ein Emote geben, ja? Und ich stand die ganze Zeit neben ihr, ja? Weil ich mit ihr noch nicht reden wollte, erst in dem Part. Und ja, dann kam Jesse auf mich zu, ne? Die wollte mir dann ein Emote schenken. Und wen habe ich aus Versehen angequatscht? Sie hier. Och Mann, Leute, es tut mir so leid. Tut mir so leid, aber das werden wir jetzt machen. Genau. Oh! Willst du mir jetzt doch helfen? Ja, sorry Leute, ich wollte ganz, ganz schnell A oder B drücken, ja? Damit ich noch mit Jesse gehen kann, damit ich ein neues Emote bekomme. Aber es hat nicht geklappt. Ja, ich war dann zu spät mit ihr hier fertig mit der Mina. Ja, ich helfe dir. Klasse, vielen Dank. Dann lass uns loslegen. Ich würde dich gerne in einem Outfit mit Urlaubskleidung sehen. Zeig mir doch vielleicht etwas, was du im Sommerurlaub im Hotel oder am Strand tragen würdest. Passende Kleidung für eine Landparty wäre sicher auch eine Option. Ein Teil, das in ein Outfit mit Urlaubskleidung passt, gebe ich dir mal so zur Orientierung. Oh, okay, T-Shirt kriegen wir schon, das ist sehr gut, dann brauchen wir nur noch eine kurze Hose oder sowas. Sei einfach etwas, was gut dazu passt, das wäre fantastisch. Wenn du ein stimmiges Erscheinungsbild bewerkstelligen könntest, ich werde hier auf dich warten, du kannst jederzeit zu mir kommen. Okay, was haben wir bekommen? Ein Hippie-Hemd. Das ist Sommer für sie. Was? Ist doch kein Sommer, Leute. Da bin ich mir was ein. Langärmig im Sommer, hallo? Ich glaube, ich bin krank. Ich habe nicht mal, ich habe glaube ich zwei Pullover, ja? Die ich im Jahr vielleicht einmal anziehe und sonst nie. Das finde ich schon ein bisschen krass, dass ich jetzt hier ein Hippie-Outfit bekomme. Okay, kurze Hosen brauchen wir. Tina, Sina, was habt ihr heute für mich? Eure Schwester ist nämlich in der Stadt. Und Nischka ist auch hier. Hi, grüß dich, willkommen in der Schneiderei. Wir verkaufen maßgeschneiderte Sachen. Na Moritz, checkst du auch die neueste Mode aus? Soll ich dich beraten, Frau? Sag mal was. Selbst wenn du dir denkst, das ist perfekt für mich, solltest du es trotzdem erst anprobieren. So vermeidest du Momente aller, wie könnte ich je denken, mir würde ein grün, gelber Samtanzug stehen. Ja, das denke ich mir auch. Tatsächlich. Hallo, Sina. Oh, Moritz, ich hatte gehofft, dass du vorbeischaust. Ich habe wieder ein Stoffdesign für dich. Oh, das ist ja nett. Sina, genau. Oh Gott, ich hab schon wieder gegähnt. Ah, ich wollte mir noch Tee einschütten. Oh Mann, damit der ein bisschen abkühlt. Mach ich mal eben. Sorry Leute, heute trinke ich wieder Kirsch Amarena Tee. Der ist echt so lecker, lecker schmecker, ey. So. Oh, jetzt kommt ASMR, glaube ich. Habt ihr das gehört? Ich habe keine Ahnung. Könnte sein, dass ihr es gehört habt. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Oh, eben hier Decke zu machen, ne? Ach. Schwerer als es aussieht, Leute, wirklich. So, dann gucken wir mal hier eben. Eine kurze Hose wäre ganz cool. Ich sehe hier, ist keine kurze Hose. Was ist das denn? Baseball-Outfit? Okay. Gibt's hier keine kurze Hose? Das finde ich jetzt aber nicht so toll. Haben wir nicht schon eine kurze Hose? Achso, wir haben die Unterhosen an. Ja, also sommerliche Kleidung ist jetzt hier nicht. Was ist das denn? Doppeldutt. Ich fasse es nicht. Komm, nehmen wir mal einen mit. Sieht ganz lustig aus. Nee, auch nicht. Okay. Wir nehmen das mal mit. Gehen nur eben zu Schlepp und Nepp, kaufen da die Möbel. Und eine kurze Hose muss ich dann in meinem Lager gucken, in meinem Kleiderschrank. Heute Abend kommt außerdem die Schildkrötenfolge. Die, ach ja, stimmt ja, um 22 Uhr erst, ne? Stimmt, ach ja, stimmt, ich habe ein Muscheltor gefunden. Am Strand. Gehen wir mal ganz schnell hin. Und gestern Abend war Sternenhimmelnacht. Ich habe echt 30 Minuten stand ich da dumm herum und es kam keine einzige Sternschnuppe. Dann habe ich aufgegeben. Ich hatte keinen Bock mehr. Tut mir leid. Ich habe ein Muscheltor gefunden. Finde ich mega cool. Dann kommen wir ein bisschen näher zu den ganzen Muscheln-Sachen.
So, dann gehen wir mal hier schnell rein. Dabei haben wir da auch schon, wie viel haben wir? 10.10 Uhr. 10.10 Uhr. Oh, ich finde das ja, ich finde den Spiegel so cool. Der hätte aber ruhig groß sein können, also wirklich. Der ist eigentlich so schön. So, Flamingo-Blume nehmen wir auch mit. Ah, blöd. Oh, ich hatte gestern Glück. Ich habe Marlin gefangen, ne? Und zwei Riebenfische. Oder war es ein Part? Ich glaube, es war ein Part. Oder? Ja, ich glaube schon. Stimmt. Stimmt. War ein Part. Okay. Dann war ich ja dabei. ja. Die wollen sich immer noch nicht erweitern. Wahrscheinlich am 20. Wie viel haben wir? 16. Noch 4 Tage. Ja. Oder wann habe ich das Spiel bekommen? Ja, müsste hinhauen. Achso, stimmt. Outfit. Gut. Blumen habe ich nicht mehr gegossen, aber ich habe gesehen, wir haben jetzt eine dunkle Rose. Die ist, glaube ich, war die nicht hier? Doch, hier. Cool. Wir haben eine dunkle Rose bekommen. Finde ich mega geil. Mega geil. So, jetzt gehen wir mal schnell zu meinem Häuschen. Aber das passt eigentlich farblich auch mit dem Brunnen. Ja, gefällt mir. Schön, den Bogen, den könnte ich natürlich vor den Eingang hier machen. Den Muschelboden. Bogen. Nicht Boden. Na, egal. So. Du, schieb mir dich mal hier hin. Und gucken mal in den Kleiderschrank. Ja. So, was ist denn sommermäßig? Okay, Socken sollen weg, Schuhe auch erstmal. Eine Brille wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. T-Shirts brauche ich jetzt eigentlich nicht, deswegen gehen wir mal hier gucken, Unterteile. Oh, ich habe keine kurze Hose oder was? Oh. Dann würde ich, glaube ich, den Blumenstickrock nehmen. Denke, der könnte gut dazu passen. Und vielleicht so eine Blumenhaarspange. Wir gucken mal, was wir hier noch haben. Das hier könnte auch noch passen. Mini-Strohhut. So. Ah ja, hier. Münzenstirnband. Das finde ich cool. Das ist echt cool. Eine Brille. Haben wir noch eine bessere Blumensonnenbrille? Was? Sportbrille? Nee. Nee, sonst ist hier, glaube ich, nichts. Essensreste. Achso. Das war das. Socken. Paar Füßlinge? Nee, ne. Nee, brauche ich eigentlich nicht. Badelatschen. Badelatschen sind, glaube ich, ganz praktisch für den Sommer. Und, boah, wir haben schon so viele Taschen. Zeig mal her, hier. Oh, ich mag die Fischtasche aber noch am liebsten. Ja, das ist mein Outfit. Ich habe keine kurze Hose. Ich hoffe, das ist so in Ordnung. Ich hoffe es. Es passt, würde ich sogar sagen, zu dem Rock, wenn es eine Frau wäre. Wenn das hier eine Frau wäre. Ich würde sowas natürlich niemals anziehen. Auch kein langärmiges. Langärmig ist bei mir echt... Bah! Bah, ich hasse es. Ich hasse langärmige... Sachen. So. Nicht nur oben, sondern auch unten. Hey. Kurzen Hosen. Ich liebe kurze Hosen. Kurze, bequeme Hosen. Stoffhosen. Ach, toll. So fließig, weißt du? So fließig. Ach, hier wollte ich gar nicht hin. Ich wollte zu Mina. Mina. Wo bist du? Ich komme jetzt vorbei. La 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 la. Ich bin schon wieder echt müde, Mann ey. So, Mina. Wie sehr hast du dich, dürfte ich mir dein Outfit genau... Ja, klar. Prima, dann führe ich mir das mal zu Gemüte. Aha. Ja. Oh Gott, ich bin gespannt auf das. Wunderbar. Auf den ersten Blick ein Volltreffer. Da sieht auch ein Laie sofort, dass es sich um Urlaubskleidung handelt. Sich nicht so, aber okay. Was bedeutet, dass ich mir von deinem Modegeschwür etwas abgucken sollte? Ich danke dir. Ich möchte dir für deine Hilfe ein kleines Dankeschön vermachen. Kennst du Schneiderei-Coupons? Für einen Schneiderei-Coupon erhältst du in der Schneiderei einen Teil im Wert von bis zu 3000 Sternis. Bei Nepp und Schlepp gibt es für die Coupons leider nichts.
Also such dir was Schönes in der Schneiderei aus. Ich schicke dir mein Geschenk per Post zu. Also nicht vergessen, in den Briefkasten zu gucken. Und bitte nimm auch das hier. Ich habe es mit meinem eigenen Pfoten angefertigt. Oh, ich bin gespannt, was sind Schuhe. Oh Mann, die sieht man doch eh kaum. Samantha-Schuhe, okay. Mein Label ist brandneu und daher auch noch nicht wirklich bekannt. Es heißt Samthea. So hatte ich mich zu Beginn meiner Karriere als Modedesignerin genannt. Heute möchte ich aber mit meinem richtigen Namen angesprochen werden. Mina. Samthea gibt's jetzt nur noch als Fashion-Label. Hoffentlich habe ich dich damit nicht verwirrt. Ich freue mich schon auf unser nächstes Wiedersehen. Du warst mir eine große Hilfe. Vielen Dank. Okay. Nee. Sie hat mir jetzt nicht das Ninja-Kostüm geschenkt, oder? Ah, nee, die Schuhe. Oh Gott, ich dachte schon. Oh, die Schuhe sind ja... Wow. Toll. Tolle Schuhe. Alles klar, Mina, ey. So, hallo. Gehst du heute spazieren? Lass uns quatschen. Ich bin heute voll dabei. Mann, kann ich mal endlich wieder jemand ausziehen? Ich hasse meine Bewohner, wirklich. Wirklich, wirklich. So, Pamela, wie sieht's aus? Oh Gott, was machst du denn da? Küsst du da denn die Blumen oder was? Gibt es etwas Schöneres als Frühling auf Nimmerland? Oder ja nicht, Moritz. Ja, ich... Na? Lust auf einen Plausch? Ich kann's dir nicht verdenken, Mause. Was? Du hast deinen trauten Heim gemacht, hast begeistert einfach ein wahrer Palast. Du hast ja wirklich einiges drauf. Wenn ich mit dir gesehen werde, verbessert das meinen Marktwert. Ja, alles klar, ich bin mal weg. Pamela Schirn, hallo. Zieh bitte um, Pamela, bitte. Bitte. Also ich habe langsam echt nicht das Gefühl, dass das irgendwas bringt, dass man die Leute herumschubst und so. Willst du meine Bude inspizieren? Heckmeck, tu dir keinen Zwang an. Und? Wie viel hast du gestern noch an Land gezogen? Und da irgendwas Riesiges dabei, Heckmeck? Hä? Woher ich davon weiß? Naja, ich hab halt gehört, dass du eine halbe Ewigkeit mit deiner Angel weg warst. Hör auf, um den heißen Brei herumzureden. Welche Laus ist dir über die Leber gelaufen, Heckmeck? Vielleicht kommt das jetzt seltsam oder seltsamer, aber ich muss das einfach wissen, Heckmeck. Weißt du, was Shihiro so richtig Töfte findet, wenn es ums Thema Comics geht? Kein Schimmer. Passt schon. Hätte auch direkt selbst die Quelle anzapfen können. Nix wie hin, Heckmeck. Ein Comic-Philosophia. Philosophia Marathon wartet auf mich. Heckmeck. Speckmeck. Ess mich. Oh Mann, Pamela, ich hasse dich. Ich mag Pamela nicht. Ich will coole Bewohner. Lukas, du kannst auch weg. Und die Nashörner auch. Du bleibst aber, ne? Misusu. Guten Morgen. Wie schön, dass du so früh am Tag schon bester Dinge bist, Träum. Ich hoffe, du hast heute einen ganz vortrefflichen Tag. Man sollte sich jeden Tag herausfordern. Oh, das hast du schön gesagt. Was hast du diesmal auf dem Herzen, Träum? Es wird gemunkelt, du hättest gestern eifrig Bäume geschüttet, Träum. Hattest du Bedarf an Ästen? Oder was war der Grund dafür? Es ist wohl wahr, dass manchmal etwas Schönes aus einem Baum fällt. Aber Obacht vor dem Wespennestern. Nestern. Alter Schwer. So. Hallo, Herr Nashorn, Sie sind zu Hause, habe ich gesehen. Bitte, Umzugskarton, Speedy. Bitte. Komm. Auch nicht, Mann. Hi, du kommst gerade richtig, falls du ein bisschen drin trainieren möchtest, Rumpel. In diesem Raum beginne ich jeden Tag mit einer dreistelligen Anzahl Liegestütze. Manchmal schlafe ich dabei auch ein, aber es zeigt nur, wie wenig das meinen Puls noch hochtreibt. Haben wir es nicht schon mal gelesen? Hi, ist es Zeit fürs Handeltraining? Hauptzweck dieses Raums ist, dass hier meine Bauchmuskeln gestellt werden sollen. Falls du diese Idee von mir klauen willst, habe ich nichts dagegen. Ja, tschüss. Diese Bewohner hier, die sind so blöd. Oh, gestern war doch der Fischtyp da. Och man, da hätte ich die Chance nutzen sollen. Oh,
Hab ich komplett vergessen. Kompletti Paletti. Na, wer wohnt hier? Hab ich echt keine Ahnung mehr. Wahrscheinlich auch ein Nashorn. Ja. Hallo. Das ist ja was, dass du mal vorbeischaust, kleiner Punk. Schon gehört, wie Chihiro jetzt genannt werden will, Punk? Einsame Inselsiedlerin. Wenn du mich fragst, ist es ja ganz schön vorwitzig, sich selbst einen feinen Titel zu verpassen. Eins. Ja, hier, okay, 11. Kann ich was für dich tun, Punk? Ein Ninja-Kostüm. Magst du Kleidung, in der man schon schön beweglich ist? Bei mir würde Kleidung da nicht weiterhelfen, Punk. Meine mangelnde Flexibilität kommt aus den tiefsten Inneren. Hahaha. ja, tschüss. Find's cool, dass die Leute hier ihre Bücher lesen. Ne? Ich bin ja auf der Suche noch nach einem Philosophiebuch. Ich würde mir nämlich echt mal gerne eins durchlesen. Ich möchte nämlich wissen, ob mir das vielleicht gefällt. Ich weiß es nämlich nicht. I don't know. Ich habe die noch nie probiert zu löschen. Und ich dachte mir, komm, Corona, ne? Ich habe jetzt eigentlich Zeit. Da kann ich das eigentlich auch mal anfangen zu lösen. Aber dann habe ich ein Buch zwar gefunden, aber das ist erst lieferbar bis zum 25. April. Das sind noch 9 Tage. Oh, tut mir leid. Ich bin so konzentriert bei der Arbeit, dass ich dich kaum bemerkt habe. Ich habe mir spontan vorgenommen, einen Grasgeflecht-Rucksack zu fabrizieren. Eventuell hatte ich den Aufwand etwas unterschätzt. Bastel macht aber unglaublichen Spaß. Möchtest du wissen, wie man einen Grasgeflecht-Rucksack anfertigt? Sehr gerne. Ich habe alles in dieser Anleitung notiert. Damit sollte es dir leicht fallen. Oh, danke schön, Emily. Wenn du etwas Zeit und die benötigten Materialien hast, probier es einfach mal aus. Mini, mini. Oh, diese Musik. Ja, Schlummerlied. Oh, das ist Kopfschmerzmusik. Ich muss da raus. Oh, da könnte ich ja nicht einschlafen bei. Obwohl, Schlummerlied passt zu Nimmerland, glaube ich, ein bisschen. Hier ist das Rezept. Oh, ich bin gespannt, wie der aussieht. Ist das so eine Blume oder was? Ist das so eine Blume? Och, nee, nicht die Karte. Die Karte öffnet man eigentlich auch nie. Zeig mal her den Rucksack. Aber wir haben echt schon viele. Ah, okay. Aus Unkraut. Ja, sieht interessant aus. So, oh. Mischka ist zu Hause. Hallo, Mischka. Na, Mischka, was geht ab? Was geht ab, Alter? Oh, sie putzt. Danke für den VIP-mäßigen Besuch. Brr, brr. Oh yeah, hab voll vergessen, das Werwolf-Möschen 7, das schwarze Loch, heute läuft. Voll der Horror. Da darf ich keine Minute verpassen, wie wir im Film haben. Immer total die komplizierten Plots. Wuhu, wie kann ich dir das coolste It-Girl von Nimmerland heute denn helfen? Brr. Sind so leichte Vampirzähne, oder? Also ich habe neulich was online gekauft, aber genau das gleiche Teil hatte ich schon, voll blöd. Könnte aber auch super zu deinem Outfit passen, Moritz, willst du es haben? Probier das mal an, das ist ein Wanderkopftuch, total die krasse Farbkombi. Damit siehst du so mega aus, dass die Leute sagen, hey, bist du Mischka oder was? Ja, alles klar. Du trägst dein Kopftuch noch nicht mal. Aber ich trag's für dich. Oh Gott. Ja, sehr hübsch. Ich glaube, ich habe das sogar. Beziehungsweise, ich hatte es zumindest schon mal bei Mino und Sina. Bei Tina und Sina. So, Lukas war ja eh nicht zu Hause. Hier haben wir noch ein Fossil. Ah, so, wie du bist. So. Geldstelle habe ich gepflanzt. Dich nehme ich auch mit. Du bringst mir Kohle. Ach, nee. Ach Gott, jetzt aber. So, gut. Ein treues Pokaina, meiner Treue. Okay.
Den habe ich anscheinend schon abgegeben. Mir kam der Name jetzt komplett neu vor. Aber ist in Ordnung. So. Hier haben wir nichts. Okay, Leiter, Leiter. Einmal runter. Super. Ach, das Haus könnte fertig sein, ne? Gut, das ist ganz gut. Ich guck mal eben, ob wir einen Campingbewohner haben. Guck mal eben runter. Ne, haben wir nicht. Okay. Dann nicht. Was habe ich im Inventar? Ich habe sehr, sehr viele Möbel, die bringe ich mal eben weg. Ich habe Tapeten gekauft. Können wir uns mal eben anschauen. Die gab es bei Nook und bei Schlepp und Lepp. Oh, dann gehen wir mal hier runter. Oh, also den Rübenpreis wollte ich mir nur anschauen für Freunde. Ja, das machen wir gleich. Gehe ich gleich noch ein paar Sachen verkaufen. Erstmal ins Lager. Lager, ich weiß gar nicht, wie groß jetzt das Lager ungefähr ist. Aber ist in Ordnung. Ins Lager, alles ins Lager. So, wir haben den Weißteppichboden. Der sieht so aus. Ich dachte, einen weißen Teppich könnte man vielleicht für einen Schwarz-Weiß-Raum brauchen. Dich trage ich lieber, besser als dieses Kopftuch hier. Ins Lager. Blumenstrickrock brauche ich eigentlich auch nicht. Badelatschen auch nicht. Dann haben wir die hier. Oh, die ist sehr, sehr schön königlich für mein Gemach später. Dann ins Lager, ins Lager. Dann haben wir hier noch den Schwarzreif-Dingsibums, Relief. Sieht auch sehr schön aus. Gefällt mir auch sehr gut. Und dann haben wir noch die Blaukronenwand. Das ist einfach nur in Blau, wenn man kein rotes Königreich haben will, sondern ein blaues. So, ich finde, allgemein will ich blau sagen, aber ich glaube, ich finde rot besser und stimmiger mit dem Boden jetzt zur Zeit hier. Deswegen lasse ich das, glaube ich, dabei. Dann gehen wir mal eben zum Museum. Zum Museum. Da, es gab früher auch einen Thron. Ich hoffe, den gibt es auch wieder. Der war nämlich echt cool. Obwohl, ich bin mir gar nicht sicher, ob es bis jetzt schon Möbel gab, die es auch früher gab. Das ist jetzt echt eine gute Frage. Gab es die Möbelstücke, die ich bis jetzt gefunden habe, auch früher? Ich kann mich eigentlich... Nee, also ich würde bis jetzt sagen, nee. Ich guck mal eben hier. Kann ja nicht sein, dass alles hier neu ist, oder? Der Karton ist vielleicht nicht neu. Das ja auch nicht. Die Muschelsachen sind, glaube ich, komplett neu. Die habe ich vorher nie gesehen. Die Ostersachen auch. Also ich muss sagen, hier ist schon sehr, sehr viel Neues bei. Also an neuen Möbeln, ja. Das, ach, ich wollte zum Museum. Och Mann. Mein Gehirn will immer automatisch zum Nookie-Bookie gehen. Da will ich aber nicht hin. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Oh. Da, 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 da. Wie viel haben wir? Halb, halb. Okay, okay. Ah, da ist das Museum. Ich bin fast schon wieder daran vorbeigelaufen. Diesmal ist hier niemand. Ist hier kein Fossil. Liegt kein Fossil auf dem Boden. Kein Insekt, kein Fisch. Aber er schläft wieder. Hallo. Huch. Oh, ich bitte um Pardon, Moritz. Sie wissen ja, ich bin immer so müde. Guck mal, ich hab hier was für dich. Eins, zwei und drei. Huch, nicht nur ein Pfund. Oh, danke schön. Ich bin entzückt. Ich hoffe doch sehr, Sie werden das Museum weiter bereichen. Oh, wir haben was Neues. Ich werde das stiften, Kleiner. Oh, T-Rex Shell haben wir ja schon, leider. Dann können wir den auf jeden Fall verkaufen. Brachiosaurus Hinterteil. Mann, ich will am liebsten in die Museum reingehen. In das Museum reingehen, weißt du? Also in die Räume.
Weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wie voll das Museum jetzt ist. Allein schon Fische und die Fossilien, die vielleicht irgendwann fertig sind. Und Insekten, weiß ich gar nicht, ob ich da ganz allzu viele reingebracht habe. Aber ein paar schon. Und ich bin echt ein bisschen aufgeregt, wenn wir da dann in 2 Wochen reingehen werden. Circa 2 Wochen. Ne, also, wow, da freue ich mich echt schon. Da habe ich gerade auch ein richtiges breites Grinsen. Ja, genau, so. Also heute Abend, ne? Versuchen wir die Schildkröte zu kriegen. Ja, ich versuche mit meinem Zweitaccount das Zelt, was jetzt glaube ich kein Zelt mehr ist, wegzukriegen. Guck mal eben, ob es ein Haus jetzt ist. Ja, es ist jetzt ein Haus. Das kommt dann auf jeden Fall weg. Hier haben wir noch ein Fossil, das machen wir ja morgen. Genau. Das Haus kommt weg. Dann kommt hier so ein. Nee, dann wollte ich hier in das Museum hin tun. Genau. Wir können das natürlich jetzt auch eben machen. Wollen wir das eben machen? Wollen wir das im Part machen? Ja, komm, machen wir eben im Part. Achso, da muss ich aber speichern hier. So, was möchtest du speichern und beenden? So. Oh Gott, ich hoffe, ich habe jetzt genug Geld. Oh. Ja gut, dann müssen wir gleich mal gucken, ob ich genug Geld habe. Weil sonst klappt das nicht. Ich hoffe, weil ich habe, glaube ich, gestern mit 30.000 einen Baum eingepflanzt. Und dann war das Geld, glaube ich, weg. Bin ich zumindest der Meinung. So, einmal beenden, bitte. So. Narnia. Narnia, Chihiro, ich komme. Wer hat von euch als Chihiros Reise ins Zauberland gesehen? Ist nicht mein Lieblings-Ghibli-Film, aber ich glaube unter den Top 4 würde ich schon sagen. Oder? Ich überlege gerade, welches ich besser finde. Also ich finde, mein Lieblingsfilm ist wieder das Schloss im Himmel, dann das wandelnde Schloss. Dann glaube ich Prinzessin Mononoke und dann kommt Chihiro. Ich glaube, das ist so meine Reihenfolge gerade. Ne, Prinzessin Nosea war auch ganz cool, aber nicht ganz so cool. Oh Gott, wie heißt denn jetzt der Bär? Torotoro? Tomtator? Oh nein, wie heißt er denn? Ich weiß es gar nicht mehr. Tompoko? Nee, Tomoko? Tomoko? Nee. Oh Mann! Ja, auf jeden Fall der. Also dieses komische Knuddelding, das war nie so mein Film. Nee. Nee. Mir fällt auch der Name nicht ein. Tompoko oder so. So, wie viel Geld hatten wir? Oh, doch, wir haben genug Geld. Geh mal kurz hier rein. Akademie des schönsten Hauses, super. In die Tasche. Stimmt, ich müsste eigentlich mal kurz gucken, wo ich das Haus dann hinhaben möchte. Wo es mich nicht so stört. Ich habe überlegt, unten irgendwo hier in der Nähe vom Campingplatz. Da könnte es mich nicht so stören. Oder, ja, das war meine einzige Überlegung tatsächlich. Hier zwischen passt es leider nicht mehr. Man könnte es natürlich auch hier irgendwo hinstellen, aber ich wollte es am liebsten auf dem Berg haben. Denn ich gehe mal kurz hier oben gucken. So, hier ist das Haus. Dann ist hier das Haus. So. Dann könnte ich natürlich. Dahin kommt das Museum. Ich möchte eigentlich, dass man das Haus dann nicht vom Museum aus sieht. Oder möchte ich das? Nee, also hier möchte ich es nicht haben. Ja gut, dann kommt es unten irgendwo in der Nähe des Strandes oder auf dem Strand sogar. Dann könnte man das als Strandhaus betiteln. Dann aber auf der rechten Seite oder auf der linken? Vielleicht linke ganz hinten, ja? Ins Eck. Nee, Spaß, dahin kommt es auf jeden Fall nicht. Was ist der Weg hier lang, ey? Ohne.
Ohne Leiter, ey. So. Also hier ist nicht mehr viel Platz. Hier möchte ich es eigentlich nicht haben. Wir könnten es hier hin machen, vielleicht. Ja? Ja? Wo möchte ich das so haben? Ich weiß es gerade noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich das so haben möchte. Vielleicht stellen wir es auch einfach hier hin. Oh. Ach. Lol. Kann es sein, dass jeder Account einen eigenen Sternibaum hat? Ich glaube schon. Bei den habe ich gerade ja eingepflanzt. Achso, wisst ihr gar nicht. Ja, den habe ich eingepflanzt. Habe ich überhaupt eine Schleuder? Nee, ne? Ist aber auch egal. Auspacken, was haben wir hier? Holztischchen, okay. Lege ich mal hier hin. Ablegen. Emotion, hallo Emotion. Kennst du das auch? Emotionen so ausdrücken, beispielsweise dein Körper und so, Freudentränen und so. Ja, dann zeig mal ja. Hui. Okay, freundlich habe ich bekommen. Wir könnten das Haus vielleicht hier hin machen. Dann ist es ein bisschen am Strand. Oh, ja doch. Doch, doch, ich glaube, wir machen es dahin tatsächlich. Wir gehen mal rein. Falls wir es machen können. Das ist jetzt auch wieder so eine Frage. Oh, hallo Chihiro. Bist du zufrieden mit deinem Haus? Entspricht alles deinen Erweiterungen? Ist doch gleich viel gemütlicher. Häuser sind wie ganz was Besonderes. Ja, jetzt kannst du da was einlagern und so. Schön, schön, schön. Und die Akademie des schönsten Hauses, ne? Die ist natürlich auch... Okay. Ja. Mach mal hier hin, bitte. Danke. Ach, einmal ein Ticket. Ja, hier. Ah, das ganze Gelaber kennen wir doch schon. Ah, okay. So, kann ich jetzt hier mein Haus umdingsen? Hier, beim Schalter können... Ah, ja, Umzug. Endlich. Ich will umziehen. Eigenheimberatung. Ich will umziehen. Ja, möchte ich. Bereit zum Umzug. Nee, danke, danke. Tschüss, Melina. Und tschüss, Nook. Habe ich jetzt komplett außer Acht gelassen. Sorry. Oha, wer ist da? Hey, hey, du, sag mal, wohnst du hier auf dieser Insel? Dachte ich mir doch, ich bin Harvey. Von der Nachbarinsel. Ich wusste gar nicht, dass er hier ab und zu vorbeischaut. Oder ist er jetzt nur hier wegen Chihiro? Das kann es natürlich auch sein. Ja. Nee, ich will nicht auf deiner Insel, Harvey. Ich habe Angst. Ich habe Angst davor. Tschüss. Tschüss. Wir können das Haus natürlich auch hier machen. Möchte ich das da haben? Weiß ich nicht. Ich möchte es eigentlich, glaube ich, hier haben. Hier herrichten. Zeig mal, ja? Nee, nicht ganz. Eins nach hier, wenn das geht. Nee, schade, dann halt hier unten hin. Ja. Ja. Super, okay. Ja, Leute. Dann werde ich mal eben noch den Geldbaum da pflanzen, ne? Weil wer hat, der hat. Und dann würde ich auch schon sagen, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge Animal Crossing New Horizons. Heute Abend kommt dann die Sonderfolge, wo wir die Schildkröte... Also heute Abend ist... Ne, also ich weiß nicht, so 0 Uhr vielleicht oder morgen früh. Mal schauen, wie ich es machen werde. Ich brauche mal eben hier 30... Ach, ich tue einfach alles. Vergraben. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht auch nicht. So. Ne? Bis dann, euer Kamicho. Rechts ist die Playlist, links das neueste Video. Tschüss.